Dies ist der Wagen, mit dem Stefan L. in eine 17-köpfige Gruppe junger Skiläufer fuhr. Die Fotos lassen erahnen, mit welcher Wucht er die Urlauber erfasst hat. Mindestens 7 Menschen sterben, 10 weitere werden verletzt. Seit Montag sitzt Stefan L. nun in Haft, in diesem Gefängnis in Bozen. Der 27-jährige Heizungsinstallateur kommt aus der Region, wohnt bei seiner Mutter rund 30 Kilometer entfernt vom Unfallort. Wegen Suizidgefahr war er unmittelbar nach dem Unfall in die Psychiatrie eingewiesen worden. Er bereue seine Tat, so sein Anwalt. Er ist völlig verzweifelt. Er sagte mir, dass er wünsche, selber tot zu sein und nicht die jungen Leute. Nach dem Unfall sei er nicht geflohen. Er habe noch versucht, vor Ort Menschen zu helfen und zu reanimieren. An der Unfallstelle erinnern Kerzen und Blumen an das Raserunglück. Stefan L. hatte fast 2 Promille Alkohol im Blut, fuhr offenbar viel zu schnell durch den Südtiroler Wintersportort. Erlaubt sind hier in Luttach 50 km/h. Aufgrund der gesamten Unfalldynamik ist von einer erheblichen Übertretung der Geschwindigkeitsbegrenzung auszugehen, so die Staatsanwaltschaft in Bozen. Stefan L. war auf dem Weg in die Diskothek Hexenkessel, dem Club, aus dem die Reisegruppe gerade zurückkam. Nach der Fahrt mit einem Shuttlebus steigen sie an der Hauptstraße aus. Um zu ihrem Hotel auf der anderen Seite des Flusses zu kommen, müssen sie die Straße überqueren. Dann erfasst sie der Wagen. Die Opfer zwischen 20 und 25 Jahre alt. Alle kommen aus Deutschland, die meisten aus Nordrhein-Westfalen. Ihre Angehörigen sind vor Ort, um die Toten zu identifizieren und ihr Gepäck zu holen. Die Überlebenden der Reisegruppe haben ihren Skitrip nach der Tragödie beendet und wurden mit einem Bus zurück nach Deutschland gebracht.